Das ist Alessandro Höppner. Der 14-Jährige spielt leidenschaftlich Fußball. Am liebsten steht er im Tor. Ich finde, der Torwart hat die wichtigste Aufgabe. Selbst wenn die Stürmer versagen, wenn das Mittelfeld versagt, die Abwehr auch nichts taugt, dann kann der Torwart immer noch retten. Und das ist halt einfach super. Und deswegen gehe ich halt super gerne ins Tor. Früher wäre das überhaupt nicht gegangen. Aber bei mir, ich habe halt die OPs gemacht und dadurch bin ich halt ein ganzes Stück größer geworden. Dass er so mitspielen kann, ist nicht selbstverständlich. Denn eigentlich wäre Alessandro für das Tor nicht groß genug. Er ist kleinwüchsig. Doch seine Arme und Beine sind künstlich verlängert worden. Tiefe Narben erinnern daran. Seine Eltern sind froh, dass alles so gut gelaufen ist. Ich bin total stolz auf ihn, wie er das jetzt alles so macht, dass das alles so gut geklappt hat auch. Man wusste auch ja vorher nicht, wie weit kann er motorisch jetzt irgendwie weiter was machen. Und wenn ich das sehe, also wie er dabei ist, sich einsetzt, besser geht es nicht. Als wir Alessandro kennenlernen, ist er gerade 4 Jahre alt. Ein ganz normaler, fröhlicher Junge. Mit 2 schweren Metallkonstruktionen an seinen Unterschenkeln. Diese sogenannten Fixateure machen Alessandros Beine länger. Er ist im Moment auf unsere Hilfe angewiesen. Er kann nicht alleine laufen. Das heißt, man muss ihn rund um die Uhr betreuen im Moment. Das ist natürlich sehr anstrengend. Nicola und Martin Höppner kennen das. Denn damals hat ihr kleiner Sohn bereits 4 schwere Operationen hinter sich. Alessandro ist weltweit der erste Patient, der beidseitig verlängert wird. Und auch der jüngste. Eine medizinische Sensation. Als Alessandro geboren wird, ahnen die Eltern nichts von seiner Erkrankung. Erst nach 4 Wochen stellen Ärzte fest, der Junge hat Achondroplasie, eine spezielle Form von Kleinwuchs, entstanden durch eine spontane Genmutation in der Schwangerschaft. Alessandros Oberkörper ist normal groß, aber Arme und Beine sind im Verhältnis zu kurz. Prognose damals, als Erwachsener wird er nur 1,47 Meter groß sein. Die erste Reaktion war natürlich schon ein Riesenschock, muss man ganz klar sagen. Also selbst wenn man sagt, ja gut, ich liebe dieses Kind so, wie es ist, aber alle Eltern wünschen sich selbstverständlich ein gesundes Kind, ein Kind, was überall mitmachen kann. Und das war schon eine sehr, sehr harte Zeit für uns, das erstmal zu verarbeiten in der Familie. Nicola und Martin Höppner wenden sich an Dr. Robert Rödel. Der Orthopäde ist Spezialist für Arm- und Beinverlängerungen an der Uniklinik Münster. Er weiß, wie schwer es Kleinwüchsige wie Alessandro später haben. Der Durchschnitt hat ungefähr 40 cm lange Beine. Damit kommen sie an kein Gaspedal. Sie haben, wenn sie auf eine Toilette gehen, sozusagen die Toilettenschüssel auf Höhe einer Küchenarbeitsfläche, auf die sie sich irgendwie raufschwingen müssen. Sie haben teilweise Schwierigkeiten, in den Intimbereich zu kommen, weil ihre Arme zu kurz sind. Es sind also schon ganz massive Behinderungen, denen sie ausgesetzt sind. Dr. Rödel rechnet aus, dass bei Alessandros Beinen eine Verlängerung von 20 cm möglich wäre. Doch das Verfahren ist nicht unproblematisch, bedeutet jahrelange Strapazen und viele Operationen für Alessandro. Nicola und Martin Höppner entscheiden sich schließlich dafür. Im Februar 2007 geht es los. Zuerst werden Alessandros Oberschenkel verlängert. Dr. Rödel bricht den Knochen. Dann bringt er eine Schiene an, die Stück für Stück auseinandergezogen wird. Dieses Röntgenbild zeigt Alessandros Beine 3 Wochen nach der OP. Hier bildet sich gerade schon Knochengewebe, wie beim Knochenbruch. Beim Knochenbruch habe ich ja auch erst einen Vorknochen. Und das ist dieser Vorknochen, den ich aber jetzt hier gewaltsam sozusagen auseinanderziehe, der aber die ganze Zeit zusammenwachsen will. Darauf beruht letztendlich dann der Längengewebe. 5 Monate lang muss der Junge die Oberschenkelfixateure tragen. Eine schwierige Zeit, denn er kann sich kaum allein bewegen, hat oft Schmerzen. Im Sommer 2007 ist es erstmal geschafft. Die Fixateure wurden entfernt. Alessandros Oberschenkel sind 6 cm länger. Zum ersten Mal kann er mit dem Laufrad fahren wie andere Kinder. Man freut sich für ihn. Man weiß ja auch, wie verzweifelt er vorher gewesen ist, wenn er andere Kinder gesehen hat, die auch Laufrad gefahren sind. Er konnte es eben nicht, weil einfach er mit den Beinen nicht auf den Boden kommt, mit den Füßen nicht auf den Boden kommt. Und wenn er da jetzt mithalten kann, das ist schon eine ganz tolle Sache. Im Herbst 2008 geht es weiter. Diese Bilder zeigen den 4-Jährigen kurz nach der 3. und 4. Operation. Diesmal an den Unterschenkeln. Die Fixateure sind noch sperriger.
Weil das untere Bein aus zwei Knochen besteht, muss rundherum gestreckt werden. Jeden Tag ein bisschen mehr, monatelang, schmerzhaft für den Jungen. Alessandro, wir müssen aber jetzt gerade noch einmal ein bisschen hier drehen, ne? Leg dir am besten hin, dann komme ich besser dran, ne? Das kennst du ja. Zurück. So, ja, ich hab's gleich. Nein, ich tue ja gar nichts, nicht erschrecken. So, jetzt sieht man einfach, wie lang diese Beine werden. Und man kann sich vorstellen, eben, was er demnächst damit machen kann und wie er toll damit spielen kann und Fahrrad fahren kann. Ne? Fahrrad fahren lernen möchtest du ja auch. Und dann wiegt das einfach auf. 4 Monate später. Heute sollen die Fixateure entfernt werden. Die 5. OP für den 4-Jährigen. Er ist geschafft, will das Beruhigungsmittel nicht schlucken. Stress für alle Beteiligten. Alessandro erinnert sich noch gut daran, wie es für ihn war. Ich weiß noch, wie wir versucht haben, dieses Beruhigungsmittel irgendwie einzufließen, dass ich dann immer geschrien habe und mich gewehrt habe. Weil ich hatte auch Erfahrungen vorher schon und ich wollte einfach nur, dass das aufhört. Dr. Rüdel ist damals mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das ist jetzt hier ein Bein, das ist 40 cm lang. Ohne diese wäre es entsprechend nur 28 cm lang. Also wir haben also fast eine Verlängerung der Beine von 30% vorgenommen. Das ist sehr viel. Ein Jahr später. Inzwischen ist Alessandro 5 und hat 9 Operationen hinter sich. Der Junge wirkt unbeschwert. Doch an seinen Eltern sind die letzten Jahre nicht spurlos vorübergegangen. So ganz schnell vergisst man es nicht. Und da die nächste Operation ja nächstes Jahr im Herbst schon wieder ansteht, ist das doch immer noch weiter so auch im Kopf. Denn jetzt sind die Arme dran. Die sind im Verhältnis zu den Beinen nun viel zu kurz. Im Herbst 2011 ist es dann soweit. Alessandro ist wieder im Krankenhaus. Der 7-Jährige ist am Ende seiner Kräfte. Guck mal, hier habe ich dir ein schickes OP-Hemd mitgebracht. Oh nein. Oh, guck mal, mit Punkten. Nicola Höppner bleibt ruhig, auch wenn es ihr schwer fällt. In dem Moment würde man am liebsten sagen, ach, wir vergessen das Ganze und wir gehen jetzt nach Hause und nehmen das Kind mit und alles ist gut. Aber dann sagt man, gut, da müssen wir jetzt durch und dann versucht man, möglichst viel Ruhe da reinzubringen. Der Eingriff ist gut verlaufen. 10 Monate soll Alessandro die Fixateure diesmal tragen, muss damit natürlich auch in die Schule gehen. Nicht immer einfach für den Jungen. Da gab es so eine kleine Jungsbande, die haben sich immer an mir so einen Spaß gemacht. Die haben mich geärgert, gehänselt, was weiß ich. Aber dann habe ich auch schnell Freunde gefunden. Manche waren sogar schon in der 4. Und die haben mich dann so ein bisschen dann so beschützt. Und dem bin ich sehr dankbar. Nach 5 Jahren und 11 Operationen ist alles überstanden. Die Familie ist zusammen mit Dr. Rödel zu Gast bei Stern-TV. Würden Sie noch mal verlängern oder ist das unfair? Eigentlich nicht. Wir haben da unser Ziel erreicht. Man könnte noch einmal verlängern, aber man muss ja immer sehen, wir verlängern vor allen Dingen, um einen Funktionsgewinn zu haben und den haben wir jetzt. Heute, 6 Jahre später, steht doch wieder eine neue OP an. Alessandro hat von sich aus beschlossen, dass er noch eine weitere Verlängerung will. Und das hat auch ein bisschen mit seiner Liebe zum Fußball zu tun. Ich habe dann so gedacht, wenn wir die neue OP jetzt haben, dann werde ich noch mal ein ganzes Stück wachsen und dann werde ich auch mal so hoch wie die Latte kommen. Und das hat dann auch ein bisschen zu dem Entschluss geführt, dass ich das mache. Dabei sieht man ihm auf den ersten Blick seine Kleinwüchsigkeit nicht mehr an. Alessandro ist jetzt 1,43 Meter groß. Ohne die vielen Operationen wären es nur 1,25 Meter. Doch neben seinem 9-jährigen Bruder Federico sieht man, dass der 14-Jährige eher klein für sein Alter ist. Nun steht den Höppners wieder eine schwere Zeit bevor. Mindestens 2-mal wird Alessandro operiert werden, monatelang im Rollstuhl sitzen, danach wochenlang die Beine im Gips haben. Dabei war in der Familie endlich Normalität eingekehrt. Nicola Höppner sieht das Ganze mit gemischten Gefühlen.
Also schwierig wird das garantiert, also weil er ist ja auch nicht mehr ganz so klein und leicht, dass man ihn eben tragen könnte. Wir werden so ein bisschen auch sehen, was auf uns zukommt, aber wir sind da ganz optimistisch, weil bis jetzt hat alles geklappt und wir sind durch alles durchgekommen und das werden wir auch irgendwie hinbekommen. Alessandro macht sich noch keine Sorgen. Er freut sich sogar auf die nächste Verlängerung. Wenn man bedenkt, es sind jetzt nur so 3 bis 5 Monate, aber dann die Zeit danach einfach, das ist einfach ein ganz großer Unterschied. Was sind 3 bis 5 Monate gegen noch, was weiß ich, 70 Jahre oder so? Also das habe ich dann so entschieden, das ist einfach nur so eine kurze Zeit im Gegensatz zu dem, was ich noch vor mir habe. Und das wird dann super werden. Wenige Tage später ist es soweit, die 12. Operation. Die Nacht war unruhig. Alessandro ist nun doch aufgeregt. Es kullern sogar ein paar Tränen. Ich hatte jetzt Jahre keine OP mehr. Es ist auch ein bisschen neu jetzt, wird es. Und bis jetzt war ich immer nervös. Und ich glaube, daran kann ich auch nichts ändern irgendwie. Minuten später geht es los. Wieder sollen die Knochen der Oberschenkel gebrochen und anschließend über Wochen Stück für Stück auseinandergezogen werden. Doch dieses Mal gibt es einen entscheidenden Unterschied. Alessandro ist nun groß genug für einen sogenannten Marknagel. Der wird vollständig im Knochen versenkt. Dabei muss Dr. Rödel millimetergenau arbeiten. Es ist sehr wichtig, beim Knochen genau den Eintrittspunkt zu finden. Dass man nichts weit hinten, nichts weit vorne und so weiter. Wenn man schon mal das falsch macht, ja, dann ist es schon schwer, wieder gut zu machen. Ja, das geht eigentlich gar nicht. Der rund 20 cm lange Nagel besteht aus 2 Teilen. Die werden mit Hilfe eines extrem starken Magneten auseinandergezogen. Nach 2 Stunden ist die OP vorbei. In jedem Oberschenkelknochen steckt jetzt ein Marknagel. Dr. Rödel ist zufrieden. Ja, es hat hervorragend geklappt, sozusagen. Routinemäßig haben wir ganz normal die beiden Nägel eingebaut. Alles funktioniert prima und gab keine Besonderheiten. Alessandro hat es erst mal wieder geschafft. Und wenn alles gut geht, war das sogar die vorletzte Operation. Für immer.